Ja, wir waren natürlich nicht überall. Aber wir waren in Nordkorea. Der Otto war bis dato zumindest der einzige ausländische Wagen, der je die Genehmigung bekommen hatte, nach Nordkorea reinzufahren und auch in Nordkorea rumzufahren. Otto war ein ganz normales Fahrzeug, in vielen Ländern völlig üblich mit einer überladenen Dachladung und mit dem Übergewicht. Otto war ja auf der ganzen Tour 500 Kilo zu schwer, hat er uns um die Welt gebracht. Und wir haben auf diese Art und Weise die Erde über 20 Mal umrundet. Und aus diesen anfänglichen 2 Jahren Afrika, mal wie geplant, wurden dann am Ende 26 Jahre. Der Wagen war für uns der dritte Teilnehmer. Wir haben immer von siamesischen Drillingen gesprochen. Denn wir haben in dem Wagen, mit dem Wagen, vor dem Wagen, hinter dem Wagen letztlich die Jahre verbracht. Wir haben Ben nie alleine gelassen. Dieser Wagen, der da auf dem Bild ist, nicht wahr? Der hat dort gestanden, der hat dort gestanden, der war dort. Das ist selbst für mich heute rückblickend manchmal nicht vorstellbar. Niemand hat uns je vorgeschrieben, was wir im nächsten Moment machen sollten. Er hat uns zu jeder Zeit dorthin getragen, wo wir gerade hin wollten, ohne irgendwelche Verpflichtungen erfüllen zu müssen, ohne einen Termin einhalten zu müssen. Otto war der Inbegriff der Freiheit. Echte Autoliebe ist, wenn 4 Räder dir die ganze Welt zeigen. Schütze, was du liebst. Mit Kosmos direkt. Mua.